Was geht, liebe Mithumans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Cyberpunk Let's Plays. Es geht weiter hier im Arasaka Tower. Na, ordentlich die Party abgehen lassen und so. Ich bin außerordentlich gespannt, was hier so abgeht. Hi. Na, ich glaube, das wird nochmal eine richtig wilde Meile hier. Ne, richtig wilde Meile. Ah, da sind ja richtig viele. Upsa. War zu hoch. Also. Verstanden. Stehen bereit. Ja, der wird am Gift sterben. Wer er? Uiuiui, Leute. Ah, die helfen mir doch, die Leute, die da noch hinten rumstanden. Das ist doch schon mal cool. Keine Gnade! Ja, ja. Ja, komm. Komm, wofür haben wir es denn gemaxt, ha? Okay, so ein spaßiger Typ ist hier auch noch. Wir haben ein Problem. Klasse. Die Fahrstühle sind deaktiviert. Die Fahrstühle, Alter. Okay, na, das ist wieder wild hier. Ich hole mir in Kürze den Dude da. Auf Ebene 3. Ebene 3, alles klar. Leute, wir gehen so auf Ebene 3. Ey, ich muss ja ehrlich sagen, gell, ich dachte so, wir treffen uns jetzt mit Hanako und besprechen den Plan. Mir war jetzt nicht so klar, dass ich so hart das Endgame damit einläute. Na, also es war schon irgendwo ein bisschen klar, könnte man jetzt vielleicht sagen, so, na, aber irgendwie dachte ich, komm, safe chillen wir noch so ein bisschen oder so, oder? Viel gechillt wurde da jetzt nicht mehr. Viel gechillt wurde da definitiv nicht mehr. Okay, was looten wir? Wo sind die scheiß Terroristen? Was höre ich denn da? Dreckstück! Ja, chillt mal, Leute. Da haben wir noch eine Cam. Da ist noch eine Cam. Okay, jetzt haben wir die auch. Easy. Was geht hier für Loot? Geht hier irgendwo wichtiger Loot? Sieht nicht so aus. Nee, nee, ich glaube, viel Loot ist hier nicht, ne? Ich glaube, ich würde jetzt hauptsächlich noch Stufe 5er Sachen mitnehmen. Also rot. Ja, kommt. Na dann, hoch da mit uns, oder? Oh, moin. Ah! Wo meine Waffe? Ah, da meine Waffe. Gut. Auf der anderen Seite sind doch... Oh! Moin. Mhm. Die noch kaputt, ne? Das lief doch ganz gut. Meine Buddies kommen hinterher. Alles Ehre und so. Hat die direkt kaputt hier? Hm? Hier, die ist doch schon kaputt, oder? Ja, ist sie. Seid ihr ready, Leute? Weiter geht's, ha? Hm? Gibt's hier noch irgendwo krassen Loot so? Oder? Ich habe die ganze Zeit Schiss, hier was zu verpassen. Ich meine, es ist halt schon Arasaka, ne? Wo, wenn nicht hier, geiler Loot? Ist immer so die Frage. Eieiei, Leute, geht hier wieder die Party ab? Ich glaub's ja kaum. Okay, dann gucken wir mal weiter. Aha. Bin ich jetzt wirklich außerordentlich gespannt, was da noch auf uns zukommt. Ich meine, wenn das jetzt wirklich Level-End-Boss ist, muss ich mich dann nachher noch mit Smasher schlagen? Ja, oder? Oh, nee. Vielleicht hätte ich davor echt nochmal irgendwie mehr Chrom holen sollen oder so, ne? Ich meine, es gibt halt immer noch Slots, auf denen wir nicht mal mehr Cyberware haben. Na, weiß ich nicht, ob das so gesund war für meine Lebenspunkte. Komisch. Aber jetzt schauen wir erstmal. Was ist so komisch? Ja, genau, guck mal. Oh, guck mal, hier geht Loot. Klasse. Ansonsten aber scheinbar nicht viel. Und da ist auch schon besagter Aufzug, oder? Dann nehmen wir den doch mal. Uiuiui, Leute. Die Gebäudesperre wurde aufgehoben. Mhm. Sei vorsichtig. Alles klar. Jorinokus-Leute erwarten dich mit Sicherheit. Ja. Ich werde dazustoßen, wenn die Situation unter Kontrolle ist. Okay, dann ab zum CEO, ha? Huh? 2067. Eine Arasaka-Leibwache stellt sich bei einem Attentatsversuch schützend vor den Tenno. 2071. Mhm.
Arasaka-Sicherheitsleute verhindern einen Massenaufruhr in San Francisco und bewahren die Stadt vor der Zerstörung. Alles klar. 2074. Arasaka-Leute decken eine Terrorzelle in Rio de Janeiro auf, woraufhin eine Anschlagsserie gestoppt und die Verantwortlichen hingerichtet werden. Dürfen wir da lossneaken oder sind die direkt... Alter, yo! Yo! Okay! Mhm. Ja, Leute, weiß ich jetzt nicht. Ihr seid schon viele. Das sind... Chillt mal. Ich nehme euch raus. Ja, haben wir. Das bezweifle ich. Ich messe euch in Stücke. Ja, das läuft ja bis jetzt nicht so gut. Ach, kommt jetzt aber, oder? Weg mit dir. Mhm, den hat er stecken. Okay, der schießt so ums Eck. Dann ist er kein gutes Ziel. Junge, Junge. Oh, das ist kein Hit. Okay, wir gehen rein. Mhm. Wir haben schwere Verluste. Jo, das stimmt. Ziel getroffen. Easy. Ah, da ist ja noch einer. Du lebst noch. Die Wachen sind erledigt. Ja, weiter Junge, vorne Junge. Ist ein großer Raum, bewacht von Selbstmord. Den besten Leuten meines Bruders. Ultimativer Quick Hack. Meine Netrunner haben sich um die Türen gekümmert. Du kannst weiter. Okay. Audio Shock. Wir holen da ja crazy Scheiß raus, ha? Huh? Oh Junge. Da geht nochmal geiler Scheiß. Was haben wir hier? Ah, das liegt unter ihm. Kappa. Richtiger Kappa. Oh Mann. So, nehmen wir das noch mit. Dann gucken wir hier drüben mal noch. Aber Yorin Obu. Ja, ich glaube, das war's erstmal. Dann weiter, oder? Wo ist mein Messer? Warum darf ich meine Waffen nicht wechseln? Okay, dann. Ah, ich verstehe. Wegen Cutscene und so. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Steh, ich robb hier so halbtot rum. Oh, fuck! Hi, Smasher. Ja, ja, gell, lass erstmal ein bisschen Distanz gewinnen. Ich werde mir Mühe geben, ja. Oh, was macht er? Alter, yo. Adam, bist du... Du bist bestimmt so geisteskrank, wie sich alle immer erzählen, oder? Gehe ich jetzt mal stark von aus. Alter, das shootet ja sogar gottlos, wenn ich in meinem Sandy-Mode bin. Nur die Stärksten. Meinst du? Dann würde ich ja überleben hier, ha? Huh? Okay, das macht gar nicht mal so viel Damage. Das ist okay. Ist okay. Es ist okay, Leute. Oh, 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 Leute. Davor muss ich mich in Acht nehmen. Ich glaube, im Nahkampf, ne? Als wir damals gegen die großen Cyber-Psychos gekämpft haben, wisst ihr noch, welche ich meine? Die mit diesem Schild und so. Wenn die mich im Nahkampf richtig scheiße getroffen haben, dann lag ich immer am Boden. Ich glaube, wenn uns das gegen ihn passiert, sieht's ganz schlecht aus. Das bringt nichts. Echt? Was macht er? Huh? Huh? Junge, was ist mit dir? Was zieht er jetzt ab? Was zieht er ab? Nur die Stärksten überleben. Er portet durch den ganzen Raum? Junge, bist du verrückt? Was ist denn das? Alter Leute, er ist komplett irre. Er ist... Werde ich ruhig. Er ist einfach komplett irre. Wo du? Da du. Wo er? Wir gehen erstmal wieder ein bisschen weg. Dude, was ist denn mit ihm schief? Das ist zu viel für dich. Ja, es... Lass mich in Frieden. Adam Smasher, wir haben doch gar keinen persönlichen Beef, oder? Hier geht's doch um was anderes.
Nee, ich hab gar keinen Bock, zu dir herzukommen. Bin ich early mit dir. Muss jetzt nicht sein. Alter, Leute, er ist ja anders wild. Der ist komplett verrückt. Wie er auch das Gift nicht kassiert und so, oder? Kriegt er das nur bei Kritz? Bro, was ist denn mit dir? Ja, genau sowas. Da haben wir... Da sieht's ganz schlecht aus. Oh, Leute. Oh, da müssen wir ordentlich aufpassen, dass er uns damit nicht so dreckig erwischt. Mit seinem Ich schlag dich zu Boden Move. Das ist ganz schlecht für uns. Genau mit dem. Und dann drücke ich Sandy in dem Moment. Ja, ich will hier weg. Jetzt aber, komm. Mhm. Die hat er alle stecken. Human und Abbau. Gnade ist abartig. Ja, sie, Alter, wie viel Range er auch hat im Nahkampf. Und wie er auch immer instant an mir dran klebt. Hier ist mein Bild, glaube ich, gar nicht chillig, oder? Weg hier! Ich habe schon ein bisschen Smasher-Schiss vor ihm. Ah, neue Etappe wäre jetzt bei 50%. Was holt er jetzt noch für Moves raus? Was? Da kommen noch Gegner dazu? Ja, genau, weil der Smasher alleine ja nicht stressig genug ist, habt ihr euch gedacht, ha? War das das, was ihr euch gedacht habt? Ah, das sind noch Geschütze hier. Er kommt, ich höre ihn. Wo ist er denn? Hinter mir. Ich muss ein bisschen mehr mit der Map spielen, glaube ich. Digga, du bist viel zu overpowered. Was ist nur mit ihm los? Adam Smasher. Ich habe allmählich auch das Gefühl, ja. Ich habe allmählich echt auch das Gefühl, Smasher, sage ich dir, wie es ist. Starke Moves, die du da abziehst. Du hast ja auch mehr Cyberware als Gott, oder? Eieiei, wie lange shootet er denn jetzt? Das hier vorbei ist, piss ich auf dein Grab. Köpfe runter! So chillt er jetzt da. Ich schlitz dir den Nacken, das ist doch eine Option, oder? Wo ist Rogue? Ist die alte Fotze zu feige, oder was? Wenn ich mit dir fertig bin, hol ich sie mir. Ah! Smasher, du, Hut ab, wirklich, du bist ja ein anderer Bossgegner. Leute, hier bleibt mir ja auch nichts übrig, als die ganze Zeit unterwegs zu sein, oder? Ja. Aber was er für wilde Scheiße abzieht. Yo, er liegt. Er liegt doch nicht. Was ist das? Ach so, das schockt mich. Das ist natürlich schlecht. Oh, und jetzt? Was geht jetzt ab? Okay, böse Lex. Aber da hat sie auch gerade alles auseinandergenommen. Smasher, du bist ja ein Waffenarsenal. Uiuiui, Leute. Ich würde ja sagen, oh wow, Cyberpunk Lag, das ist ja eine Frechheit, aber... Aber bei solchen Geschichten hier müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, kann ich nicht verstehen. Goodness, der haut mich dumm. Ich liege hier am Boden und kann nichts tun. Lass mich doch bitte einfach in Frieden. Was macht er jetzt? Digga, wo ist der denn? Ich dachte, ich wäre ein Ninja. Wie er hier so durch die Welt teleportiert. Bro, komm doch mal runter. Schon wieder haut mich das um. Wie viel AOE macht das auch? Du hast so viel Range. Was ist das überhaupt für eine Granate? Wo ist meine Rauchgranate hin?
Hab ich das so gemacht? Safe war ich das wieder, oder? Wieder irgendein Scheiß equipped. Wehr dich ruhig. Okay. Darf ich jetzt bitte mal gegen dich einfach ein paar Hits landen? Das wäre so cool, das wäre so ein tolles Gefühl. Ja, genau so zum Beispiel. Er dasht, aber ich sehe ihn. Ich kann ihn sehen im Sandy. Das ist Schmerz, ja. Oh goodness, nee, ich will nicht vergessen, wie er sich anfühlt. Ich würde gerne weiter Schmerz haben, denn Schmerz ist zwar scheiße, aber Schmerz ist auch immer ein Zeichen dafür, dass man am Leben ist, ha? Huh? Da kennen wir doch alle die coolen Sprüche. Digga, was ist denn mit ihm? Er ist ja kompletter Psycho. Ja! Hier, du kleine Kacke! Nur die Stärksten überleben, ha? Adam Smasher ist endlich Geschichte. Was meinst du, Johnny? Der Wichser ist schrottreif. Das muss wohl reichen. Adam Smasher! Bleib einfach liegen, du rostiger Schrotthaufen. Alter, yo. Boah, Leute, ich glaube, ich brauche schnell eine kurze Pause. Wo ist mein Getränk? Ich hol mir schnell mein Getränk, Leute. Ich bin gleich wieder da. Wow. Vielleicht habe ich auch gleich mehr Worte dafür. Wow. So, da bin ich wieder. Alter, das war ja ein anderer Bossfight. Hier ist ja alles wieder voll repariert. Ist ja verrückt. Okay, na dann, wo geht's jetzt hin? Konfrontiere Yorinobu. Na dann wird er... Okay, wenn ich darf, ne? Alter, Leute. Dass er diesen, ich dash auf den Boden und dann macht es übelst viel Flächendamage, ne? Und ich ebenso. Und bitte, ihm darf auf keinen Fall etwas zustoßen. Keine Sorge. Das Vergnügen überlasse ich dir. Okay. Und dass er einen damit dann umnockt. Gegen Ende ist ja nur noch ausgerastet, wirklich. Der war schneller unterwegs als wir und zwar in jeder möglichen Welt, oder? Also, der war ja anders wild. Jo, alter Smasher. Ein wildes Ende. Was ist denn mit dir? Wo ist meine Schwester? Sie kommt gleich. Bis dahin behalte ich dich im Auge. Also tu nichts Dummes. Warum sollte ich? Ich habe alles getan, was ich konnte. Mir bleibt nichts. Ja, echt so, weg damit. Kein Bock, dass der hier Selbstmord begeht. Brauchst du nicht. Sie hatte nur noch eine Kugel. Und die ist nicht für dich. Das ist schon klar. Du legst dir ein Häufchen Elend, ne? Was erblickst du? Ja. Ein Kerl, der verloren hat. Nur einen? Ich sehe Millionen. Kyoto. Dubai. Paris. Diese Leute hatten heute eine Chance, aber sie haben sie verloren. Eine Chance? Eine Chance worauf? Ihre Angst zu vergessen. Ja, erzähl mal. So hilfst du den Leuten, ihre Angst zu vergessen? Indem du sie umbringst?
tut mir leid. Aber das verstehe ich nicht. Angst. Solange ich mich erinnere, eine Sache muss ich ihn lassen. Er wusste, wie man den Leuten Angst machen kann. Saburo. Er hat mir mal gesagt, alles vom Wert ist wie Flaggen im Wind. Und der Wind ist die Angst. Und dann, weißt du, was er getan hat? Mir ins Gesicht gepustet. Doch dieses eine Mal lag er falsch. Bei anderen ging sein Plan auf. Er wurde gefürchtet. Selbst jetzt noch. Du warst dort. Idioten, die sich vor einem Toten fürchten. Erbärmlich. Das wollte ich ändern. Wärst du doch nicht aufgetaucht. Mir gefallen die Dialogoptionen nicht. Ja, komm. Du hast mal eine eigene Gang angeführt. Und dann hast du all deine Ideale vergessen. Für Macht. Macht? Ernsthaft? Macht? Vor 50 Jahren jagten Terroristen dieses Gebäude in die Luft. Ja, hab davon gehört. Und? Was hat es gebracht? Nicht viel. Gar nichts. Aber ich hab daraus gelernt. Wenn Bomben hochjagen nicht reicht, was tun? Selbst zur Bombe werden. Okay. Hanako. Nisan. Bruder, nicht Yorinobu. Übersetzt es endlich richtig. Matte itazo. Sekai ga kuzure saru toki wa kanarazu omae ga soko ni iru. Yamete. Tonomayo, ich danke dir, Vi. Das wäre alles. Nicht ganz. Noch nicht. Ich halte mich an unsere Vereinbarung. Du gehst mit Helma. Und du? Ich bleibe bei meinem Bruder. Ach, komm, sehen wir uns dein Problem an. Okay. Uiuiui, Leute, mit das uns geht Steilberg ist mächtig ab. Flatterhaft, was? Wovon redest du? Du kämpfst dein ganzes Leben gegen irgendwas. Nur um am Ende selbst dieses Etwas zu werden. Buchstäblich. Daga. Ach, ich muss hier was drücken. Auf letzte Fahrt gehen. Ja, nee, komm, kann man hier noch was looten vielleicht? Ich wollte jetzt hier gerade den Dialog nicht crashen oder so. Sieht nicht so lootbar aus hier, oder? Worauf wartest du? Ja, okay. Drück den verdammten Knopf! Ja, ich dachte doch, komm. Vielleicht geht hier ja noch Special Loot oder so. Oh Leute, mit uns geht's richtig hart bergab. Alter, dieser Bosskampf, ich habe immer noch zittrige Hände, ich sag's euch. Wie er immer in unserem Nacken war, das finde ich das Schlimmste an Bosskämpfen, wenn man nicht mal so kurz ein bisschen Distanz suchen kann oder so. Nee, der war immer direkt in unserem Gesicht. Okay. Also das sind wir, oder? Darf ich hier dashen? Nee, rennen auch nicht. Alter, Leute.
geht nur bei diesem Game ab? Also CD Projekt Red, ich ziehe meinen metaphorischen Hut. Story schreiben könnt ihr einfach, ne? Alter. Auch diese Musik, Junge. Let's go. Da unseren Johnny Boy. Körperhaltungstechnisch würde ich sagen, ja. Es hat funktioniert. Ich hab's geschafft. Johnny, Hanako hat Wort gehalten. Wenn ich dich anguck, weiß ich noch, wie wir uns begegnet sind. Ich sehe dieselbe Person vor mir. Eine kleine Diebin mit großen Träumen. Hast dich kein Stück verändert. Ja, komm hier. Mein Gott, das ist doch bitte einmal das arschige Getue. Du erinnerst mich an jemanden. Der alte Johnny hat sich einen Scheiß um andere gekümmert. Hat Leute verraten und war sogar noch stolz darauf. Moment mal, du denkst, ich hab dich verraten? Schlimmer. Du hast dich selbst verraten. Okay. Ja, eben. Was meinst du denn damit? Klar, wir haben jetzt mit Arasaka gemeinsame Sache gemacht, aber... Was zum Teufel meinst du? Du verstehst es nicht. Der Biochip hat mehr als unsere Erinnerungen vermischt. Die Grenze zwischen V und Silverhand, die ist schon längst verschwommen. Aber ich bin noch hier. Ich weiß, was ich will und woher ich komme. Ich. Weißt du überhaupt, wer du bist? Nee. Oder? Oh, wie? Ja, mir gefallen hier die Dialogoptionen nicht. Was soll ich denn sagen? Dieselbe wie die auf der Müllhalde starb. Bullshit. Ich bin hier Heraklit-Verfechter. Na, ein Fluss fließt. Ich bin nicht mal derselbe P, der ich gestern war. Was soll ich sagen? Die wie, die sich entschlossen hat zu überleben. Come on. Verbittert und traurig, das bin ich mittlerweile. Ich habe geschafft, was ich wollte. Ich bin die Siegerin. Nee. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Spielt aber auch keine Rolle. Na? Solange ich weiter sein kann. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Wir sind miteinander verwoben, du und ich. Wir sind eins. Wenn du hier bist, um mir was zu sagen, dann nur, weil du es selbst hören musst. Mhm. Ja, komm. Echt so. Ich will, dass wir uns friedlich trennen. Als Freunde. Ich bin mir nicht sicher, ob das noch geht. Hör zu. Ich liege auf einem OP-Tisch und werde aufgeschlitzt. Arasaka-Ärzte holen jetzt den Chip raus. Ich meine, du wusstest, dass das kommt. Dass ich eines Tages wieder normal sein und mein Leben zurückhaben will. Scheiß auf normal. Was ist schon normal? Die schneiden ein Stück von uns raus und da bleibt nur eine klaffende Leere. Ja, echt so, das war doch irgendwo auch unser Deal, oder? Oh, wie? Ja, gell, so. Was hätte ich denn tun sollen? Dir selbst treu bleiben. Schon mal irgendwas von Loyalität gehört? Wenn du Schiss hast, dass Arasaka dich in einen neuen Seelenknast schmeißt, keine Sorge. Sie werden dich schreddern. Ah, du wirst es nie raffen. Es geht nicht um Arasaka. Nicht mal um Leben und Tod. Ja, hau mal raus. Worum geht's denn dann, Johnny? Erleuchte mich. Es geht ums Prinzip wie. Das ging's schon immer. Es ist egal, wie viel Chrom du hast oder ob du dich jede wache Minute in der BD-Fantasie verkriechst. Definieren tun dich nur deine Prinzipien. Sie zeigen dir immer, wie du nach Hause kommst. Helfen dir wieder zurück zu dir. Wenn du am Boden bist. Ist das das Motto, nach dem Rockerboy Silverhand gelebt hat? Nein, das ist etwas, was Johnny von V gelernt hat. Der alten V.
Mhm. Ich will das nicht ewig in die Länge ziehen. Wir sehen uns, Johnny. Und danke für alles. Ohne dich wäre ich schon längst tot. Mehr als einmal. Sehr wild, was hier abgeht. Weißt du noch Dex' Frage? Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Ja, weiß ich noch. Ein Jammer. Hast die falsche Wahl getroffen. Darüber hinaus sind diverse Hirnfunktionen noch immer gestört. Die neuralen Impulse wurden zum Neuralprozessor umgeleitet. Eine vorübergehende Maßnahme. Wann erhalte ich den vollständigen Bericht? Ich werde ihn Ende der Woche schicken. Nochmals, Gratulation zum Erfolg. Auf Wiedersehen. Bereiten Sie das Zimmer der Patientin vor. Jo. Wo? Was? Wo ist Johnny? Sämtliche Engramme des Konstrukts wurden entfernt. Der Wahnsinn ist vorbei. Heißt? Er wurde wie vereinbart geschreddert. Ja, das ist schon irgendwie scheiße, gell? Ich hab ein paar Gedächtnislücken. Wie bin ich hergekommen? Einige Erinnerungen sind unwiderruflich verloren. Andere kehren im Laufe der Zeit zurück. Bleiben Sie ruhig. Ihr Neuralprozessor ist überfordert. Unnötige Stressreaktionen verschlimmern die Situation nur. Mhm. Bin ich noch wie? Ja, das ist jetzt erstmal hier die Hauptsache. Ich bin am Leben. Ich bin wirklich am Leben. Es hat geklappt. Das wissen wir nicht mit Sicherheit, bis die Tests abgeschlossen sind. Ja, Mann. Ich fühle mich leer. Irgendwie auseinandergezerrt. Bitte begleiten Sie die Patientin raus. Ich würde mega interessieren, ob es ein Szenario gibt, in dem er Johnny behält. Der weitere Verlauf ist schwer einzuschätzen. Die Entfernung der Tumore war eine schwierige Aufgabe. Doch die Operation am Engramm war die eigentliche Herausforderung. Gehen wir! Okay. Ist das Schiff Theseus, zerlegt in seine Einzelteile und wieder zusammengefügt, dasselbe Schiff? Wir sind Pioniere, die erstmals geistige siamesische Zwillinge getötet haben. Where is my mind? Ja. Bin ich in Kyoto? Ist das eine Fight Club-Anspielung auf den letzten Akt? Und hier den Ruf des Kuckucks. Sehnt's mich nach Kyoto. Ruhen Sie sich aus. Die Ärztin wird gleich bei Ihnen sein. Okay. Dann knallen wir uns da mal hin, ha? Huh? Wild, oder? Wild. Na, der Song Pixies, Where Is My Mind, der am Ende von Fight Club läuft. Ich würde sagen, das ist hier schon mit Absicht so geschehen, oder? Komm her. Ich warte auf dich. Okay, jetzt wird's nochmal richtig creepy. Komm schon! Ja. Na, ob jetzt Konstrukt oder nicht. Jo. WNF News hat soeben eine Eilmeldung erreicht.
Saburo Arasaka ist von den Toten auferstanden und lebt, wenn auch im Körper seines Sohnes. Der CEO wurde vor über einem Monat für tot erklärt, jedoch wurde bereits vor seinem Ableben eine Kopie seines Bewusstseins erstellt. Offenbar wurde es verwendet, um das Bewusstsein seines Sohnes und Nachfolger Yorinobu Arasaka zu ersetzen. Das war ja irgendwie klar. Die Entwicklung wurde zuvor in einer Pressekonferenz enthüllt. Yokoso, minasan, sofu wa yoku. Kare ochita hana wa eda ni modoranai to itte imashita. Hito wa dare mo monogokoro tsuita shunkan kara shi o osoreru mono desu. Tsui ni 人類最大の恐怖が克服されました。私、サブロー・アラサカは今息子の体を使い皆さんの前に立っています。私はかつてヨリノブに生を与えました。彼は愛する父のためにそれを返してくれたのです。私のいない間、ヨリノブは 会社を変革しようといくつかの決定を下しましたが、これらは過ちでした。私の指揮のもと、アラサカ社は元の姿を取り戻します。決して揺らぐことのない強いアラサカが帰ってくることを約束いたします。ご清聴ありがとうございました。 Heute ist ein wirklich historischer Tag. Denn heute hat die Technologie das leere Versprechen der Religion endlich erfüllt. Saburo-sama, Makoto ni omed... Bitte machen Sie sich fertig. Die Tests beginnen bald. Kein guten Morgen? Kein, ich habe gute Nachrichten für Sie? Wir müssen heute eine Reihe an Tests durchführen. Behindern Sie den Ablauf bitte nicht. Parietallappenuntersuchung. Benutzen Sie Ihren Kiroshi-Scanner und lesen Sie den angezeigten Text ab. Benutzen Sie Ihren Kiroshi-Scanner und lesen Sie den... Und es war faszinierend zu beobachten, sagte er, wie eine Seele ihren Lebensweg wählt. Zuweilen bemitleidenswert, zuweilen lächerlich, zuweilen wundervoll und seltsam. Das reicht. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. F lösen. Ja, ich löse den hart. Ja, wow. Jo, was geht denn hier? Verlinken Sie sich mit dem Gerät. Meta-Bewusstseinsbildung. Initiiere Test. Die Patientin ist bereit für die Untersuchung. Meta-Bewusstseins was? Engramm-Operationen gehen mit einem erhöhten Risiko für das Auftreten von Persönlichkeitsstörungen einher. Der Test ist unumgänglich. Okay. Was sollen diese Tests eigentlich testen? Initiiere Gerätskalibrierung. Antworten Sie auf die Stichwörter mit dem ersten Wort, das Ihnen einfällt, ohne nachzudenken. Reise. Johnny. Johnny. Zu Hause. Yo. Keine Ahnung. Gut, gut. Feind. Die sind gut, die sind gut. Ja, let's go. Prinzipien. Weiß nicht. Verrat. Ja, auch keine Weiß Ahnung. Weiß nicht. Mann. Sie sind in einem Maisfeld. Hohe grüne Pflanzen, soweit das Auge reicht. Das Sonnenlicht ist grell und blendet. Die Maispflanzen teilen sich, während sie voranschreiten. Sie erreichen eine Lichtung, die von einem Mähdrescher hinterlassen wurde.
Wofür ist dieser Test überhaupt? Zum Überprüfen ihres Mitgefühls. Mhm. Ihr Mund ist trocken und klebrig von der Hitze. Zu ihren Füßen ist ein Nest. Die Maschine hat den weichen Boden aufgewühlt. Sie entdecken blinde, neugeborene Feldmäuse um das Muttertier. Die Maschine hat sie in zwei geteilt. Die Tiere liegen in perfekter Symmetrie, wie eine winzige Blume. Ihr Mund wird wässrig. Genug davon. Der Test ist notwendig. Ich hab gesagt, genug. Wir setzen den Test später fort. Okay. Wie habe ich mich geschlagen? Das werden wir sehen. Ich glaube, das ist ziemlich irrelevant. Motorischer Funktionstest. Betreten Sie das Laufband. Das sind super gute Fragen, ha? Da merkt man richtig schön, was man hier aus diesem Spiel, wenn man das nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt. Das finde ich gut. Ich meine, für uns als wie im Game hat sich eigentlich schon einfach alles um Johnny gedreht. Ich meine, wir waren zwei Persönlichkeiten gerade im Kopf, ha? Verbinden jetzt ist Sie die sich eine mit dem weg. Gerät. Sind wir jetzt wieder wie? Kann man überhaupt wieder die alte Wie sein? Worum geht's bei diesem Test? Ich verstehe, worauf das abzielt. Gehen Sie? Werden Sie allmählich schneller? Mhm. Was soll das beweisen? Ich weiß, dass ich laufen kann. Wir müssen heute eine Reihe an Tests durchführen. Behindern Sie den Ablauf bitte nicht. Wie schlage ich mich? Kontrollieren Sie Ihre Atmung. Um 3 Stufen beschleunigen. Mhm. Scheiße. Die Alte, wie hätte das gepackt? Ah. Hier kannst du nicht bleiben. Alter, Leute. Das wird noch richtig verrückt hier. Where is my mind? Verlasse den Raum. Hüpfen mal wieder ins Nichts, oder? Oh, wir dürfen diesmal ein bisschen weiter. Hi, Johnny. Bist du's? Oder wer ist es? Nee, ist nicht Johnny. Was haben wir denn da? Hi, Jack. Okay. Willkommen bei den N54 News. Ich bin Gillian Jordan. Die Welt steht immer noch unter Schock, nachdem bekannt wurde, dass Saburo Arasaka von den Toten wiederauferstanden ist, im Körper seines Sohnes, Yorinobu Arasaka. Mhm. Ein offener Protestbrief, der sich gegen diese Wiederauferstehung ausspricht, wurde sowohl von diversen religiösen Führern als auch Menschenrechtsorganisationen und Virtu 100 signiert. Das ist eine Abscheulichkeit, die einer ungehinderten Eitelkeit, technokratischer Arroganz, dem völligen Verfall der Moral entspringt. Unsere Position ist klar. Saburo Arasakas menschenverachtende Machtübernahme verletzt internationales Recht. In so einem Fall ist ein Schiedsverfahren absolut notwendig, um... Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der die Reichen und Mächtigen unsterblich werden können, in der sie... weiterhin von den Ärmsten der Armen profitieren, ihnen ihre Lebensgrundlage und auch ihre Körper... Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Spiel nicht Gott! Leben ist keine Ware! Leben ist keine... Doch Saburo Arasakas Antwort auf die anhaltenden Proteste spricht eine ähnliche Sprache. Es gibt keine Beschwichtigungspolitik. Arasaka-san内部の出来事に関して...外部の方々にとやかく言われる筋合いはありません。生を受けることに許可が必要ない以上、蘇ることも同様であると考えるべきです。私が息子を殺めたなどという主張は事実無根。法的根拠もありません。合意の上での身体の譲与は一種の寄付に分類することができ、殺人には 到底値しません。殺人の条件は生物学的な死です。見ての通り。 Bitte machen Sie sich fertig. Die Tests beginnen bald. Okay. Na dann. Es gab keinen vorigen Test.
Gibt's schon Ergebnisse der letzten Tests? Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir beginnen heute eine neue Reihe an Tests. Von mir aus. Na los, bringen wir's hinter uns. Kognitiver Funktionstest. Okay. Lösen Sie den Würfel. Wir lösen den Würfel. Ja, ja, jetzt wird mir auch so ein bisschen klar, was Johnny meinte. Wir sind jetzt halt quasi ein Versuchsobjekt für Arasaka, oder? Ich meine, ist ja super für die, dass die jetzt sehen, was hier abgeht. Nächster so, und Test. Das nicht so geht, verbinden Sie sich mit Ihrem Direct Link. Metabewusstseinsbildung. Initiiere Test. Die Patientin ist bereit für die Untersuchung. Mhm. Fangen wir an. Fangen wir schon an. Gerätskalibrierung. Antworten Sie auf die Stichwörter mit Ihrer ersten Assoziation. So okay. Schnell wie möglich, ohne zu denken, schon klar. Rein da. Krankheit. Let's Johnny. Go. Rebellion. Ich. Ich selbst. Leere. Die Gegenwart. Eine Leere. Die Zukunft. Keine Ahnung. Schwierig dabei zu mir selbst ehrlich zu bleiben. Hohe grüne Pflanzen, soweit das Auge reicht. Das Sonnenlicht ist grell und blendet. Die Maispflanzen teilen sich, während sie voranschreiten. Sie erreichen eine Lichtung, die von einem Mähdrescher hinterlassen wurde. Wir wissen Bescheid. Ihr Mund ist trocken und klebrig von der Hitze. Zu ihren Füßen ist ein Nest. Die Maschine hat den weichen Boden aufgewühlt. Sie entdecken blinde, neugeborene Feldmäuse um das Muttertier. Die Maschine hat sie in zwei geteilt. Die Tiere liegen in perfekter Symmetrie, wie eine winzige Blume. Ihr Mund wird wässrig. Okay, ich hab genug. Messungen abgeschlossen. Wir fahren nun mit dem motorischen Funktionstest fort. Bitte betreten Sie das Laufband. Alles klar. Alles klar. Ich verstehe schon. Ich verstehe gerade gar nichts. Also ich verstehe schon einiges, aber... Motorischer Funktionstest. Direct Link. Ich bin bereit. Muss das letzte Mal mit Bravour bestanden haben, hm? Langsam gehen. Bin dabei. Ach so, soll ich gar nicht gehen. Band anhalten. Ende der heutigen Tests. Okay. Kommunikation wurde freigeschaltet. Sie können nun Telefongespräche tätigen. Zur Erde. Zur Erde. Ruf die Menschen an, na, die dir nahe stehen. Bin ich mal gespannt. Da haben wir zwei Kontakte. Uiuiui. Das ist ja ganz schön gottlos. Ja, wir haben drei Kontakte. Dann rufen wir auf jeden Fall mal Pernam an, oder? Na, wie ist es so? Hey! Wow, die Stimme habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Mhm. Echt so, wie läuft's? Wie läuft's bei dir? Ich rede gerade mit Mitch. Er will, dass ich auflege. Wuchtelt wild mit den Armen rum. Sag ihm, er soll sich ins Knie ficken. Und dass ich das gesagt hab. Er sagt Hallo. Zu dir und deiner ehrwürdigen Mutter. Oh Mann, Leute, wir haben alles verloren, na? Hör mal, ich sitze in einem Drecksloch fest. Ist so richtig scheiße. Dann verlass das Drecksloch. Komm nach Hause. So leicht ist das nicht. Leicht ist ein gutes Wort. Manchmal richtig wundervoll. Solltest du öfter mal sagen. Sorry, Mitch rastet gleich aus. Ich muss dich zurückrufen. Ja, ja, wir haben alles verloren, was uns wichtig ist. Na? Ich hab doch jetzt jemanden angerufen. Die anderen, finde ich, stehen mir... Also, na, Vic vielleicht noch, aber Hanako steht mir definitiv nicht nahe. Na, Vic, wie ist es? Wie geht's? Hey, das würde ich dich gern fragen.
Ja, echt so, hau mal raus. Wie geht's Misty? Naja, nachdem du weggegangen bist, ist sie zu ihrer Familie. Wahrscheinlich für eine ganze Weile. Sie hat mir eine Postkarte geschickt aus Warschau. Mit einem Eisbären drauf. Grüß sie von mir, wenn sie zurückkommt. Grüß sie selbst. Bin den Biochip los. Hat Arasaka das gemacht? Ja, sitze auf ihrer Orbitstation. Alles klar. Komm vorbei, sobald du zurück bist, okay? Dann untersuche ich dich gründlich. Ehrlich gesagt ging's mir schon besser. Was soll ich da aus der Ferne tun? Übers Telefon? Ja, ich wollte nur reden, Vic. Komm, du kennst mich lang genug. Ich bin nicht gut mit sowas. Und Misty ist nicht in der Stadt. Was soll ich denn bloß tun? Dich zusammenreißen und selbst entscheiden? Du hast mir und dir selbst bewiesen, dass du das kannst. Danke für den Rat, Vic. Klingt nach einem Plan. Stark, oder? Was haben wir da? Neurale Geschichten und so. Ja, erstmal hier reinknallen, oder? Sollen wir mal noch in den Spiegel schauen? Wie sehen wir denn aus? Verrückt. Wir sehen verrückt aus. Na? Okay. Dann let's go. Ab ins Bett. Oh, ich bin super gespannt, wo das noch hinführt. Ganz ehrlich, Leute. Ich würde wirklich behaupten, die Moral von der Geschichte ist, ne, es ging uns nur noch um uns und um unser Leben. No. Wissen wir Bescheid. Finde ich aber super stark. Also die Art und Weise, wie es aufgemacht ist und wie das hinterfragt wird jetzt durch diese Tests, das finde ich richtig geil. So muss kritisches Denken sein. Auch kritische Auseinandersetzung mit sich selbst. Ne? Kann ich die gleiche wie sein wie damals? Wenn ihr den Philosophen in mir fragt, amateurhafte Frage. Heraklits Fluss. Das ist ein gutes Stichwort, falls es euch interessiert. Moin. Kognitiver Funktionstest. Klar. Die Farben sind normal, wow. Lösen Sie den Würfel. Let's go. Ich löse den hart. Dann löse ich den so. Dann löse ich den so. Und dann wird der gelöst. Wochen sind die Spannungen zwischen den Unternehmen Arasaka Corp und Militech auf besorgniserregende Weise eskaliert. Mehrere Experten und Analysten warnten vor der drohenden Möglichkeit eines bewaffneten Konflikts. Die Spannungen spitzten sich zu, als Erbe Yorinobu Arasaka die Führung nach dem Tod seines Vaters Saburo Arasaka übernahm und Militech beschuldigte, diesen ermordet zu haben. Allerdings trat nach der Rückkehr von Saburo Arasaka ein unerwarteter Sinneswandel ein und die Situation zwischen den rivalisierenden Konzernen scheint entschärft. Saburo Arasaka und NUSA-Präsidentin Myers stimmten einem persönlichen Treffen zu, um das Fundament für einen dauerhaften Frieden zu legen. Der erste Schritt des guten Willens wurde heute unternommen, indem der Arasaka-CEO 15 bewaffnete Fahrzeuge der konzerneigenen Akashi-Reihe. Ja, wie sieht's denn da aus? Hey, sag mal, diese Tests, dauern die noch lange? Wir brauchen verlässliche Werte. Ich halte das nicht mehr aus. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Ich bin gerade ein bisschen kernlost. Aufrichten. Antworten Sie auf die Stichwörter mit dem ersten Wort, das Ihnen einfällt, ohne nachzudenken. Loyalität. Johnny.
Antworten Sie auf die Stichwörter mit der ersten Sache, die Ihnen in den Kopf kommt. So schnell wie möglich, ohne nachzudenken, ja. Menschheit. Rainer. Johnny. Wir gehen in Johnny Way. Treten Sie das Laufband. Okay. Jo, Leute, wir hängen möglich, im Loop. Ohne darüber nachzudenken. Wie? Nein. Kognitiver Funktionstest. Lösen Sie den Würfel. Nein, verdammt, es reicht! Ich hab genug, ich hasse diesen Scheißort! Lass deinen Frust raus. Geil. Schlagen wir irgendwas kaputt, oder? Schlagen in den Spiegel. Irgendwie sowas. Ja, wir schlagen hier drauf. Oh, fuck! Ja, wir haben alles verloren. Entsprechend müssen wir uns auch verhalten. Was ist das Scheiße? Alter, richtiger Mental Breakdown. Ein dummer Stuhl. Ich hab genug! Mir reicht's! So. Na, und damit spielen wir den in die Karten, weil dann sagen die, oh, die rastet voll aus, da geht ja gar nichts mehr. Deswegen müssen wir... Let's go. Guten Morgen. Was geht hier Steh nur bitte ab? Auf. Okay. Mal schauen, wer jetzt da ist, ne? Hi. Morgen. Ach, hier sollte echt mal jemand aufräumen. Was willst du? Sie wollen, dass ich mit dir rede. Okay. Schon gut. Also, was willst du mir sagen? Ich habe leider schlechte Neuigkeiten für dich. Hör zu. Der Eingriff war ein Erfolg. Wir haben den Biochip entfernt. Doch der Schaden, den er angerichtet hat, ist enorm. Auf genetischer Ebene bis hin zu veränderter DNS. So etwas sieht man sonst bei Strahlungsopfern. Und leider ist es tödlich. Ja, well shit, hä? Huh? Das heißt, wir sind wieder am selben Ort. Cool. Fuck! Nur ohne Johnny. Die Lage ist ernst, ja. Aber wir haben noch nicht aufgegeben. Noch haben wir nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Für weitere Tests an mir rumdoktoren, oder? Möglichkeiten? Was für Möglichkeiten gibt's noch? Ich wurde schon aufgeschnitten. Der Arasaka-Konzern hat die Fähigkeit, den Tod zu überlisten. Wir brauchen nur ein wenig Vertrauen von dir. Nee, komm, das letzte Mal, als ich euch vertraut habe, bin ich hier geendet. Nun, du könntest Teil unseres Pilotprogramms Sichere deine Seele werden. Dein Körper ist nicht mehr zu gebrauchen. Du musst ihn verlassen. Aber ich will doch noch nach. Wir werden ein Engramm deiner Seele erstellen und in Mikoshi lagern. Lagern? Warum kriege ich nicht einfach einen neuen Körper? Wir müssen noch das Kompatibilitätsproblem lösen. Und bei Saburo Arasaka gab's keine Kompatibilitätsprobleme? Tja, du hast keine eigenen Kinder. Und auch keine Klinik, die sich ausschließlich um deinen Fall kümmert. Das stimmt. Ja, da will ich echt nicht rein. Nehmen wir an, ich willige ein. Dann lande ich in Arasakas Seelenknast und bin ihnen ausgeliefert? Muss ich dich noch nach dem Haken fragen? Es wurde alles in einem Vertrag festgehalten. Das ist deine Garantie. Du musst ihn nur unterschreiben. Wenn du weiterleben willst. Nee, eigentlich würde ich... Da eine digitalisierte Psyche rechtlich gesehen kein Individuum ist, enthält der Vertrag die Aufgabe all deiner Rechte. Natürlich nur vorübergehend.
Nein, ich lasse mich nicht zu Arasakas Eigentum machen. Die bisherigen Teilnehmer des Programms sind alle bekannte, einflussreiche Menschen. Wir haben noch keine Beschwerden. Und wenn ich ablehne? Deine Sachen sind gepackt. Ein Shuttle wird dich zurück zur Erde bringen und du wirst noch vor dem Winter tot sein. Ja, easy. Ich weiß, dass das keine leichte Entscheidung ist. Denk gut drüber nach. Ja, safe nicht, Mann. Ich habe mich entschieden. Ich gehe zurück zur Erde. Nach Hause. Und in den sicheren Tod. Ja. Yeah. Leb wohl, Anders. Dein Angebot war scheiße. Aber du hast mir was Besseres gegeben. Ha. Wovon redest du bitte? Früher war der Tod ein unausweichlicher Teil meines Scheißlebens. Du aber hast mir die Wahl gegeben, ihn zu meinen Bedingungen zu akzeptieren. Ja, gell, so sieht's aus. Stark. Das mal wieder eine Entwicklung, beziehungsweise das waren mal wieder Dialogoptionen, die ich auch ansatzweise cool finde. Also, ne, aus persönlicher Warte raus, sage ich jetzt mal. Da bin ich so ein bisschen dabei. Ah, nimm die Tasche mit deinen Sachen. Ja, ja, die nehme ich natürlich mit. Easy. Ich gang heim. Ciao, Leute. War cool, oder? A thing of beauty will never fade away. Yeah, yeah. I see your eyes, I know you see me. You're like a ghost, are you everywhere? Liebe ich, okay. Sehr stark, Leute. Ja, moin. Wandelnde Tote. Genauso wie früher eben auch. Genauso wie absolut immer im Leben, ha? Huh? Bye bye. Ich hab schon wieder richtig Farbe im Gesicht. Spaß zu unserem Make-up. Ah, aber. Und hast du es begriffen, wie? Banger. Absoluter Banger, Leute. Hey, wie ist die Aussicht von da oben? Ist die Erde so schön, wie immer behauptet wird? Oder ist das auch nur eine Lüge? Denk daran, dass deine Implantate für die Schwerkraftbedingungen der Erde hergestellt wurden. Könnten im Orbit verrückt spielen. Mhm. Komm bloß nicht auf die Idee, Fehlermeldungen zu ignorieren, okay? Und wenn du wiederkommst, falls du zurückkommst, mache ich einen Rundumcheck. Vielleicht kriegst du sogar einen kleinen Rabatt. Danke, Vic. Das ist schon ziemlich cool. Pass auf dich auf. Du auch, Mann. Leute, geisteskrank, oder? Also... Hey, wie? Hi, Mama Wells. Du bist jetzt ein Pez Gordo. Hast es geschafft, hm? So sehr, dass du mich nicht einmal die Woche anrufen kannst. Oder nicht wenigstens einmal im Monat. Vergiss nie, wo du angefangen hast. Und mit wem. Meine Tür steht dir immer offen, wie. Essen steht immer auf dem Tisch. Mi casa es su casa. No se te olvide. Arigato gozaimasu. Ahí te veo, mi. Mama Welsu. Hey, super stark. Und wer redet noch mit uns? Ja, ah. Mann. Hey, wie? Moin, Judy. Hab mich gefragt, wie es dir so ergangen ist. Ach du. Hab eine Weile nichts von dir gehört.
Lässt es dir in Night City immer noch gut gehen? Ich denke ständig dran, alles stehen und liegen zu lassen und abzuhauen. Und trotzdem bin ich immer noch hier. Es ist wie Treibsand. Je mehr man versucht zu entkommen, desto mehr wird man reingezogen. Wenn man erstmal bis zu den Knien drinsteckt, gibt's kein Entkommen mehr. Wie Evelyn. Tja, Judy. Egal. Pass auf dich auf, ja? Und ruf mich mal an. Ciao. Aber sicher. Hey, wie? Wie läuft's so? Ach du. Das Wetter an den Badlands ist angenehm wie immer. Mein Kühler ist durchgeschmolzen. Es sind mehr als 30 Grad im Schatten. Ein Sandsturm nach dem anderen. Also, du verpasst was. Ja, ja, klar. Klingt. Aber mal im Ernst. Uns geht's gut. Saul und ich kommen irgendwie miteinander klar. Mhm. Die Familie wird immer größer. Die Arbeit stapelt sich. Aber ist immer gut, wenn man Beschäftigung hat. Stimmt's? Da ist was dran. Wenn du nicht gewesen wärst, würde ich vermutlich immer noch durch Night City stolpern. Wollte mich nur kurz bei dir bedanken. Für alles. Ich wäre immer noch völlig planlos, wenn du mich nicht in die richtige Bahn gelenkt hättest. Na gut, wie. Wir hören uns bald. Meld dich mal wieder. Mhm. Hallo, wie? Saul hier. Sogar Saul meldet sich. Ich hab gehört, dass hier was Großes vor sich geht und dass eine gewisse Vi die Hauptrolle spielt. Ja. Keine Ahnung, was du jetzt vorhast. Aber denk dran, wir kümmern uns immer um unsere Leute. Und bist jetzt einer von uns, Vi. Gehörst du den Aldecaldos? Vergiss das nicht. Danke, Saul. Pass auf dich auf, ja? Und wir sehen uns. Safe. Spätestens im nächsten Let's Play, wie es aussieht, hä? Hey! Hörst du mich? Digga, Mitch ist auch am Start. Zeichne das Ding hier auf. Safe. Okay, also, wir alle haben uns gefragt, wann du endlich mal vorbeikommst. Ach, könnten den Grill anschmeißen, uns ein paar Drinks gönnen, Rennen fahren oder Ruffen Schiff einen Besuch abstatten. Was ich sagen will, die Badlands könnten ein Teufelsweib wie dich gebrauchen, wie. Mhm. Ich weiß ja nicht, was bei dir gerade abgeht. Aber denk dran, dass du hier draußen jederzeit willkommen bist. Okay, mach's mal gut. Ey, es ist super stark. Es ist super stark, ne? Eins Bro. Muss ich dir lassen, wie. Ich bin beeindruckt. Danke, Mann. Als du meintest, du würdest dir Hillmann vorknöpfen, war ich mir sicher, du würdest in einem Leichensack zurückkommen. Aber du hast es geschafft. Normalerweise irre ich mich nicht, was Leute und ihre Fähigkeiten angeht. Ich bin gespannt, was du noch so alles drauf hast. Werden wir sehen, hä? Falls du für mich arbeiten möchtest, weißt du ja, wo du mich findest. Hier geht doch noch was. Schon noch Bock, so ein bisschen Dogtown mitzunehmen. Hi. Mir kam zu Ohren, dass du weniger als 6 Monate zu leben musst. Ich weiß nicht, wie du diese Zeit verbringen willst. Vielleicht willst du die Füße hochlegen, entspannen. Über den Sinn des Lebens nachdenken. Oder du tust weiterhin das, was du am besten kannst. Sollte das der Fall sein, mein Vater und ich würden uns gerne deiner Dienste versichern. Du wirst gut entlohnt werden. Ach, lass mal. 6 Monate sind schneller vorbei, als du dir vorstellen kannst. Das sagt sie uns. Es wäre zu schade, diese Zeit zu vergeuden. Zeit, die man bewusst verschwendet, hey, ist dann nicht verschwendet. Orbitalverbindungen sind schweineteuer, also komme ich direkt zum Punkt. Mhm. Ich musste an dich denken, also habe ich mal schnell die Karten gelegt und... Oh je. Der Narr, der Mond, die Hohepriesterin. Das sind ganz üble Karten. Das passt schon, Judy. Ah, Misty, verzeih. Behalte deine neuen Freunde gut im Auge, Bee. Das ist mein Ernst. Aber Sichi. Ah... Ich behalte alles im Auge. Ey, super Charakter, super Story. Ich finde gerade alles daran geil, aber die super große Frage, darf ich weiter zocken? Darf ich nicht? Das ist schon sad. Ich habe ja Phantom Liberty nicht mal angeschaut, oder? Oh Mann.
Also ich gönne mir hier noch die Songs, Leute. Ich sage jetzt mal, eventuell bis in einer zukünftigen Episode, in der es weitergeht. Ich werde mehr wissen, sobald es hier durch ist. Und ansonsten, lass mir den Erhaben eine Königsehre. Ich hatte in keiner Welt damit gerechnet, dass dieses Jahr, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Ich dachte, das wäre einer von drei Checkpoints, wo es dann nicht mehr so viel zurück gibt. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie sowas hatte ich mir vorgestellt. Ich habe in keiner Welt damit gerechnet, dass wir storytechnisch schon so weit fortgeschritten waren. Crazy. Aber auch einfach crazy gut. Alles daran gefeiert. Liebe an euch geht raus. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Denkt an eure Liebsten. Meldet euch mal wieder. Ja. Bis zum nächsten Mal. Euer P. Ade. War mir die Königsehre. Geiles Game. Sehr geiles Game. Aber ich habe noch lange nicht alles gesehen. Vielleicht müssen wir noch mal im Stream reingucken oder so. Ich werde noch auf dem Discord da lassen, wie wir da weiter verfahren. Oder ob es hier vielleicht sogar noch weiter geht. Ne? Ich pinne euch das hier in den Kommentaren. Wir sehen uns. Haut rein, haltet die Ohren steif. Bye, bye.